Seit 3 Stunden sind wir hier live für Vorarlberg Online, um Sie zu informieren, um hier wirklich die Highlights an diesem Vormittag rüberzubekommen. Das sind auch die Momente, die man live so überhaupt gar nicht wegschneiden kann. Wenn da die Fans kommen, wenn die begeisterten Bürgerinnen und Bürger kommen. Herr Landeshauptmann, ich denke, auch das gehört zu einem Festspieltag dazu. Es ist ja sehr schön, bei diesem Empfang sind ehrenamtlich eingeladen, nicht nur die Spitzen von Behörden, sondern auch Ehrenamtliche. Und dieses Gemeinsame ist doch sehr positiv, finde ich. Ich denke auch, wie gesagt, vor einer halben Stunde wurden sie eröffnet, die 63. Bregenzer Festspiele. Herr Landeshauptmann, haben Sie überlegt, die wievielten es für Sie als Landeshauptmann sind? Zählt man damit? Nein, ich habe nicht mitgezählt, aber an sich ist es nicht schwierig. Ich bin seit 97 Landeshauptmann und habe natürlich auch davor Festspieleröffnungen miterlebt. Es ist immer wieder etwas Besonderes und wir hoffen auch diesmal, dass die Festspiele ein Erfolg sein werden. Ich bin überzeugt davon. Ich hatte jetzt vor ein paar Minuten unseren Herrn Bundespräsidenten vor dem Mikrofon. Sie alle, die Spitzenvertreter, Herrn Faymann, Herr Molter, Herr Gusenbauer, Sie sagen alle dasselbe. Sie sagen, Sie kommen als Freunde hierher nach Vorarlberg. Sie wollen Kultur genießen, die es als Städte der Begegnung nützen. Ich denke auch, Sie sehen das so, dass man hier wirklich auch mal Zemmerhockerkakle, was Räder, was sonst niemand sagt. Ja, natürlich, das gehört dazu, aber schon auch, dass die Festspiele ausstrahlen in die Nachbarschaft. Es sind Gäste aus Deutschland, der Schweiz da, aus Liechtenstein. Also die Nachbarn sind uns natürlich hoch willkommen und die Festspiele haben auch die Funktion, ein Kulturereignis im Bodenseeraum zu sein. Jetzt heute Abend die Reprise mit der Tosca. Morgen Abend ein seltenes Stück. Ernst Krenik, ein österreichischer Komponist. Karl der Fünfte. Ich denke auch für Sie als Landeshauptmann wirklich ein Highlight, auf das man sich freut. Es hat sich vor Jahren eine an sich recht interessante und gute Konzeption herauskristallisiert. Das Spiel auf dem See mit sehr viel Publikum, naturgemäß, auf höchstem Niveau der Qualität und im Haus ein Stück, das ein seltenes, nicht so bekanntes oder praktisch unbekanntes Stück ist. Und das wird in einer anderen Weise vom Nachfolger von Herrn Wobmann eben fortgeführt und das ist gut so, finde ich. Und das sagt unser Landeshauptmann an dieser Stelle. Ich bedanke mich, dass Sie Zeit hatten, ein paar Minuten hier live für Voll-AT mit uns zu plaudern. Jetzt geht's anschließend zum Essen, dann werden die Ehrengäste auf die Hohentwil eingeladen und heute Abend natürlich das Highlight Tosca von Giacomo Puccini. Wir genießen ein paar Bilder hier vom Platz.